Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Miscreated. Ich habe hier gerade eben in der Vorbereitung zur Aufnahme mal kurz geguckt. Die Magazine füllen sich nicht mehr automatisch auf. Den Bug haben sie wohl rausgeholt. So, das heißt, wir werden... Zehn Schuss, okay. Das heißt, wir müssen nicht nachladen. Wir brauchen nur die Waffe auswechseln. So, das heißt, wir müssen nicht ins Inventar, müssen nicht stehen bleiben, haben 20 Schuss. Auf dem Server hier sind 15 Leute. Mit mir 16 dann. Und wie immer, lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ich bin immer noch in der Stadt, habe ja gesagt, ich will mir heute nochmal die Tankstelle vorknüpfen. Und dann mal einfach ein bisschen weiter hier. Muss mich gleich orientieren, hier war irgendwo so ein Wasserturm. In die Richtung mal laufen und einfach mal gucken. So, wie kommen wir denn jetzt zu dieser Tankstelle? Andersrum. Rüberhüpfen geht nicht. So, das ist jetzt ein UK-Server. Ist aber auch egal. Wird ja eh nicht gesprochen. Wird ja eher geschossen. So, jetzt gucken wir mal. Ist hier eine Tür? Wir loopen mal rein. Bei 15 Mann kann das natürlich gut sein. Oh. Bin ich voll? Ja. So, jetzt sind wir nicht mehr länger hungrig. Ach, nur hier ist nur so ein Technikraum, Sicherungen und so. Aber hier geht's rein. So immer schön auf Schritte, Geräusche und sonstiges achten. Damit wir nicht gleich wieder umgelatzt werden. So, hier war noch irgendwo ein Hammer. Brauchen wir aber nicht. Haben wir, glaube ich, schon. Boah, leck das. So. Was hat der Herr denn? Erstmal gucken. Das ist leer. Ja, das 33er brauchen wir auch nicht. Diesen Full. Nehmen wir noch ein bisschen was zu essen mit. Den Rest brauchen wir nicht. Schreibt da noch hey. Hämmerchen in der Hand. Nein! Ich Idiot. Nicht schnell genug. Die Waffe gewechselt. Boah, der wird sich jetzt freuen. Der hat einen schönen... Schön Loot, aber das passt ganz gut. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht gleich wieder hier direkt in der Stadt respawnen. So, sieht aber so aus, ne? Warte mal. Ne, die Glitches haben sie. Aus der Third Person hier mit der Hose, das haben sie wegbekommen. Wer haben sie da eine neue Textur draufgelegt oder so? Keine Ahnung. Ja, doch bei seitlichen Bewegungen
Es ist manchmal noch komisch. So, wir sind schon in der Wildnis. Komm, wir laufen einfach mal hier lang. Wir gucken jetzt einfach mal, was es noch gibt außer Tankstellen und dieser Stadt. Hoffentlich treffen wir jetzt nicht gleich auf den ersten Mutanten hier mit unserer Taschenlampe. Boxen geht ja auch. Ne? So, ich laufe jetzt mal einfach hier Richtung 1000 und dann werden wir ja sehen, wo wir rauskommen. Ob wir irgendwo rauskommen. Was auch immer. Oh, guck mal hier. Polizeiwagen. Aber sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwie, ja, DayZ ähnlich, ne? Ich brauche ja auch nicht wie in DayZ die Umgebung begucken. Das geht hier nicht, nur bei Rucksäcken oder so, wenn man da direkt vorsteht, da kann man dann reingucken. Schöne Gegend hier, ne? Ein bisschen umgucken. Jetzt sind wir schon wieder bei der Brücke. Die rüberkommt, aber ich glaube, das ist diese Brücke, über die man eben nicht rüberkommt, die so zugenagelt ist. Oh, jetzt müssen wir ein bisschen weiter rum, sonst kommen wir da gar nicht hoch. Okay, man kann so ein bisschen hier durch die Felsen laufen, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, man steckt so ein bisschen drin. Sieht ein bisschen seltsam aus. Cool, das wäre ein schöner Tannenbaum. So, jetzt sind wir an der Brücke. Oh ne, guck mal, über die kommt man. Na gut, irgendwann müssen wir die Karte mal erkunden. Ne? Will man nur in dieser einen Stadt da abhängen? Ah, ich glaube. Ich weiß, wo ich bin. So, ich schalte mal wieder in die andere Perspektive. Okay, man kann jetzt auch ein bisschen ran und rauszoomen in der Perspektive. Einfach am Mauswheel drehen. So, hier haben wir nämlich auch so ein kleines Dörfchen.
Okay. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, wo ich bin. Ich dachte, hier ist jetzt dieses, wo wir zum allerersten Mal gespawnt sind, aber das ist es, glaube ich, nicht. So, dann gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja zumindest mal eine Axt oder sowas. Aber das geht in der Perspektive wirklich nicht. Ja, blöd eben, ne? Ich habe meine Schüsse nicht mitgezählt. Zu spät gewechselt. Ich hätte erst die Waffe wechseln sollen und dann schießen. Aber naja, man lernt nicht aus. So, und da dieses Spiel sich zurzeit mehr als PvP-Spiel spielt, macht das, da ist doch was durchaus Sinn. Ist doch ein Magazin. Aus wie so ein großes, glaube ich. Das guckt da unten richtig. Naja, da muss man manchmal so ein bisschen geduldig sein, um an das Zeug ranzukommen. Aber in dem Fall hier zeigt er mir den Selektor gar nicht an. Okay. Mal hier hinterhüpfen. Ich gucke direkt drauf, aber na, ich kann es nicht nehmen. Egal. So, jetzt aufpassen, dass wir nicht im Kreis laufen. Na, hier waren nur so zwei Hütten. Ja, schon irgendwie ein bisschen was von The Walking Dead hier. Ah, hier findet man, glaube ich, auch nichts drin. Na, das hier jetzt zum Beispiel, das sieht jetzt grottenschlecht aus. Da haben sie einfach noch keine Texturen dran an den Autos und von daher macht sich's nicht sonderlich gut. So, ich will jetzt noch mal eben gucken. Ist ja auch so ein kleiner Weg. Von da sind wir gekommen. Da waren diese zwei Häuser. Laufen wir mal hier diesen Trampelpfad lang. Jeden Fall gehen hier so Masten. Jetzt drüben jetzt dieses komische gedrehte Steinplateau ist. Durchsuchen erstmal, aber ich glaube, hier haben wir gestartet. Nee, auch nicht. Oder die haben schon wieder darin rumgebaut. Da konnte man irgendwie so durchgehen. Naja, das ist es nicht.
haben wir noch so ein kleines Hüpfspiel. Oh, guten Tag, Herr Rucksack. Ja, wie gesagt, der Loot hier, was wird das? Ach, da hat einer gepennt, hat sich seine Hütte gebaut. Eine blaue Jeans. Bandage. Ja, hier liegt überall so ein bisschen verteilt. Okay, jetzt haben wir das aber. Dann laufen wir mal weiter. Da drüben haben sie. Über so einen kleinen Zaun kann man nicht springen. Das heißt, wir sind hier. Oh, ich glaub's nicht. Oh doch, jetzt hat's geklappt. Ah, wahrscheinlich hier direkt an dem Pfosten. Ah, okay. Oh. Da ist wer. Der ist da drin. So können wir ihn nicht sehen. Mist, der hat schon einen Hammer. Ich hab's gar nicht mitgekriegt, dass ich da bin. Entschuldigung. Dann lassen wir ihn mal alleine. Ja, aber hier waren wir wirklich noch nicht. Das heißt, es macht durchaus Sinn, auch mal so ein bisschen, ja, einfach auf gut Glück loszulaufen. Und mal zu gucken, ob man irgendwas findet. Der wird doch wohl nicht. Pistole. Der hat mich nicht gesehen, glaube ich. Bloß nicht bewegen, dann hört er mich. Ah, wobei, da können wir eigentlich mal was ausprobieren. Oh. Rutscht der hier die ganze Zeit runter? Ne. So schnell kommt man an eine Pistole, eine Mütze, obwohl hier, die sieht ja besser aus. So. 19 Schuss, das ist auch so ein Riesenmagazin. Okay, das heißt, sie haben also irgendwie größere Magazine da, aber jetzt habe ich keine Bandage, ne? Doch eine. Die benutzen wir gleich mal. Ich wollte eigentlich ausprobieren, ob ich, wenn ich jetzt sterbe,
hier wieder spawne. Aber wie man sieht, sind in dem Spiel hier Fäuste recht gefährlich. Also es stirbt sich verhältnismäßig schnell. Gut, ja, dann würde ich sagen, haben wir ein bisschen was gesehen wieder. Neues Gebiet, neuer Bereich vielmehr. Und in der nächsten Folge machen wir dann hier weiter. Ich hau mich jetzt hier auf die Matratze und lasse meinen Charakter ein bisschen heilen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann und ciao.